Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wenn mitten im Wahlkampf die gesamte Staats- und Regierungsspitze zusammen innehält, über alle Parteigrenzen hinweg gemeinsam schweigt, betet und Trost gibt, dann wird deutlich, von welch nationaler und auch historischer Tragweite die Flutkatastrophe von Mitte Juli ist. Mehr als 6 Wochen nach jener Nacht, in der das Wasser Existenzen vernichtete und mehr als 180 Menschen zu Tode kamen, sitzen Schock und Trauer noch immer tief. Trotz aller Anstrengungen um einen schnellen Wiederaufbau, die Zerstörung wird vielerorts lange sichtbar bleiben. Auch das Gedenken an die Opfer ist oft noch provisorisch. Heute nun ein erster zentraler Gedenktag für die Toten und ihre Angehörigen. Im Aachener Dom verneigten sich Politikerinnen und Politiker, Vertreter der Kirchen und ganz Deutschland. Ingrid Bertram und Sarah Schmidt berichten. Gedenken, zuhören, verstehen. Im Aachener Dom wird es still, als Betroffene der Flutkatastrophe schildern, wie sie die Erinnerungen an die Nacht noch immer begleiten, wie auch Renate Steffes aus Ahrweiler. Tage nach der Flut, Matsch auf der Straße. Es hatte geregnet. Meine Füße rutschen weg. Da ist sie wieder. Die Angst vor dem Versinken in den Fluten. Für eine Stunde werden sie vereint. Opfer und Helfer treffen auf Vertreter der Politik. Die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, alle waren gekommen, um der Verstorbenen zu gedenken und Trost zu spenden. Als Bundespräsident möchte ich Ihnen versichern, Sie sind nicht allein. Wir hören Sie. Wir vergessen Sie nicht. Das, was Ihnen geschehen ist, geht uns alle an. Es betrifft uns alle. Es geht um unsere Zukunft. Und es geht um die Zukunft unserer Kinder. Ein Appell, den Klimawandel ernst zu nehmen. Hotelier Christian Lindner ist aus Bad Neuenahr extra nach Aachen gekommen. Sein Hotel wurde im Erdgeschoss überspült. Er musste nachts 12 Gäste evakuieren. Doch er kam nicht weit. Der Fluchtweg war schon überspült. Dann haben wir die Nacht auf einem Betonpoller, der ungefähr 2 Meter hoch ist. Das ist eine Entlüftung von der Tiefgarage verbracht. Im Wasser stehend, bis zum Höchstpunkt bis zu den Knien und über 10,5 Stunden. Er und die Gäste wurden gerettet, andere im Ort nicht. Vielen fällt es noch schwer, über das Erlebte zu sprechen, weiß Seelsorgerin Bianca van der Heijden. Umso wichtiger seien Gottesdienste wie diese. In dieser Katastrophe, die uns als gesamtes Land und auch unsere Nachbarländer betroffen haben, wollen wir auch als gesamtes Land, als gesamte Gesellschaft den Menschen, die da so wichtige Menschen verloren haben, zur Seite stehen. Und das gibt Halt und das trägt. Gemeinsames Gedenken ist das, was helfen kann, damit sich die Opfer nicht alleingelassen fühlen. Jedes Flugzeug, das wie dieses amerikanische hier heute sicher den Kabuler Flughafen verlässt, rettet Menschenleben. Am Boden ist währenddessen nichts mehr sicher. Mit jedem Meter, den die US-Soldaten sich weiter zurückziehen, verlieren sie noch mehr die Kontrolle. Taliban und andere Terroristen übernehmen. Innerhalb der kommenden 24 bis 36 Stunden könne es erneut Anschläge geben, warnt die US-Regierung. Joe Biden kündigte daher heute Abend an, es werde weitere gezielte Angriffe gegen den afghanischen Ableger des sogenannten Islamischen Staates geben. Oliver Feldfort über die Situation in Kabul. Die Taliban schießen in die Luft, um die verzweifelten Menschen vom Flughafengelände in Kabul zu vertreiben. Tränengaswolken überall. Tausende sind heute wieder hierher gekommen, um noch irgendwie in eines der rettenden Flugzeuge zu gelangen. Sie haben mir das Visum gemailt. Ich habe legale Dokumente. Aber ich habe wegen der Menschenmassen keine Chance, sie vorzuzeigen. Gestern Nacht hebt der letzte italienische Rettungsflieger vom Kabuler Flughafen ab. Heute hat auch Großbritannien die Flüge eingestellt. Die Amerikaner wollen bis Dienstag weitermachen. Und die Behörden in den USA warnen vor weiteren Anschlägen.
Die Bedrohungen sind sehr real und sehr dynamisch und wir beobachten sie in Echtzeit. Wir nutzen alle notwendigen Mittel, um uns auf die Bedrohung zu fokussieren und wir tun, was wir können, um unsere Streitkräfte zu schützen. Bei einem IS-Bombenattentat am Donnerstag starben über 180 Menschen. Die Antwort der USA folgt heute prompt. Ein Drohnenangriff gegen den IS in der afghanischen Provinz Nangarhar. Ich kann bestätigen, nachdem jetzt mehr Informationen hereingekommen sind, dass zwei hochrangige IS-Ziele getötet wurden und einer verwundet wurde. Es gab keine zivilen Opfer. Überprüfen lässt sich das jetzt nicht, aber vor Ort erzählen die Nachbarn etwas anderes. Wir hatten große Angst. Da lag ein toter und ein verwundeter Mann, eine Frau und ein Kind. In Kabul waren bis zuletzt Banken und viele Geschäfte geschlossen. Das führte zu Unruhen unter der Bevölkerung. Inzwischen können sie wieder Lebensmittel kaufen, wenn auch zu gestiegenen Preisen. Und während sich in Kabul das Zeitfenster für die Evakuierungsflüge schließt, haben in mehreren deutschen Städten Menschen für eine Fortsetzung der Luftbrücke demonstriert. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Julia Niharika-Sen. Zu den Kundgebungen hatte unter anderem die Flüchtlingsorganisation Seebrücke aufgerufen. Die Demonstrierenden forderten, die Bundesregierung müsse Evakuierungsflüge aus Afghanistan so lange wie möglich fortsetzen und die Grenzen für Bedrohte öffnen. Afghanische Schutzbedürftige müssten ein Bleiberecht erhalten. Afghanistan dürfe jetzt nicht allein gelassen werden. Nötig sei auch ein langfristiger Abschiebestopp. Der Anteil der vollständig gegen Corona Geimpften hat die Marke von 60% überschritten. Laut Bundesgesundheitsministerium sind inzwischen 60,1% der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Mindestens eine Impfdosis erhielten demnach 64,9%. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede von knapp 55% in Sachsen bis knapp 75% in Bremen. Auf der italienischen Insel Lampedusa sind mehr als 500 Migranten an Land gegangen. Ein Patrouillenschiff hatte sie 15 Kilometer vor der Küste von einem völlig überladenen Fischerboot gerettet. Die Flüchtlinge kommen überwiegend aus Nord- und Westafrika, einige aus Bangladesch. Im Aufnahmezentrum auf Lampedusa leben derzeit 1200 Menschen. Ausgelegt ist es für 250. Mit einer mehr als 70 Kilometer langen Menschenkette haben im Südosten Spaniens Tausende gegen eine Umweltkatastrophe protestiert. In der Lagune Mar Menor an der spanischen Mittelmeerküste in der Region Murcia wurden in der vergangenen Woche mehrere Tonnen verendeter Meerestiere angeschwemmt. Ursache für das Fischsterben war offenbar ein Sauerstoffmangel infolge von Überdüngung und der jüngsten Hitzewelle. Die regionalen Behörden und die Zentralregierung in Madrid beschuldigen einander gegenseitig. Gibt es hier in der wilden Welt des Regenwaldes von Gabun in Zentralafrika etwa Tiere, die für den Menschen gefährliche Viren in sich tragen? Eine wissenschaftlich spannende Frage. Und für uns alle von geradezu existenzieller Bedeutung. Forscher suchen in der afrikanischen Natur nach potenziellen Zoonosen, also ursprünglich tierischen Krankheiten, die dann auf den Menschen übertragen werden, so wie höchstwahrscheinlich bei Covid-19 geschehen. Und weil die Lebensräume von Mensch und Tier immer näher zusammenrücken, weil immer mehr Wildnis abgeholzt, bewirtschaftet oder durch den Klimawandel vernichtet wird, könnte Corona nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Norbert Hahn berichtet. Auf dem Weg in den Regenwald Gabuns mit einem Forscherteam. Hier ist die Artenvielfalt noch groß, auch die Vielfalt an Mikroorganismen. Professor Gail Maganga arbeitet für das medizinische Forschungszentrum des Landes in Franceville. Er ist eine Art Virenjäger auf der Suche nach neuen Gefahren. Wir könnten auf ein Virus stoßen, das tödlich für Menschen ist. Das weiß jetzt wirklich keiner. Unterwegs zu einer Fledermaushöhle. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 60% aller neuen Krankheiten in Tieren gefunden, allen voran Fledermäusen. Auf sie hat es das Team von Professor Maganga deshalb abgesehen, nimmt Speichelproben. Afrika als Forschungslabor. Noch gibt es intakte Regenwälder, aber auch hohes Bevölkerungswachstum. Mehr und mehr Wald endet im Sägewerk, abgelegene Landesteile werden erschlossen, die Schneisen durch die Natur werden breiter.
Menschen und Wildtiere stoßen immer öfter aufeinander. Damit steigt die Gefahr von zoonotischen Krankheiten, wenn also Tiere Viren auf Menschen übertragen. Draußen auf dem Land bleibe den Menschen oft kaum eine Wahl, sagt ein Dorfbewohner. Ich habe Fallen im Wald gestellt, damit ich meine Familie ernähren kann. Weil wir arbeitslos sind, müssen wir jagen und fischen, um zu überleben. Wir wissen nicht, ob Gazelle, Affe oder das Wildschwein einen Virus tragen. Wir sind nur Dorfbewohner. Professor Maganga weiß, schon heute sterben jedes Jahr, vor allem in ärmeren Ländern, 2 Millionen Menschen an zoonotischen Krankheiten. Die haben in den vergangenen 2 Jahrzehnten weltweit fast 100 Milliarden Euro gekostet, so die UNO, Covid-19 nicht mitgerechnet. Übrigens, die Proben aus den Fledermäusen sind jetzt analysiert. Bingo, wir haben 2 positive Proben auf das Coronavirus. Seid vorsichtig. Wir leben mit Tieren zusammen. Über sie kann die Weltbevölkerung mit schweren Krankheiten infiziert werden. Tatsache ist, nicht die Tiere haben die neuen Gefahren geschaffen. Es war der Mensch, der immer weiter in ihre Lebensräume eindringt. Und zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München am Abend mit 5:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Und dennoch sprangen die Münchner damit nicht an die Tabellenspitze, Patrick Hallatsch. Genau so sieht's aus. Denn am Ende fehlte den Bayern ein einziges Tor. Und so thront Bayer Leverkusen nun ganz oben nach einem furiosen 4:1-Sieg in Augsburg. Aber ohne die Leistung der Rheinländer schmälern zu wollen, der Gegner half auch tatkräftig mit. Die bayerischen Schwaben erzielten in der Anfangsviertelstunde gleich 2 blitzsaubere Eigentore. Ein weiteres und Augsburg hätte den Rekord von Hannover 96 eingestellt. Die Niedersachsen trafen vor knapp 12 Jahren gleich 3-mal ins eigene Netz. Leverkusens starkes Muskelspiel zu viel für die tapferen Augsburger, die am Ende hadern. Wir hauen die Tore selber rein, machen sie vorhin nicht. Das ist abgekürzt, das ist katastrophal, was wir da machen. Defensiv heute besonders, wie wir die Gegentore kriegen, ist eine Frechheit. Es beginnt früh mit den Gegentoren, 3. Minute. Iago schlänzt den Ball ins eigene FCA-Tor. Den ersten Saisontreffer haben sich die Gastgeber ganz anders vorgestellt. 14. Minute, das 2. Eigentor. Niederlechner köpft, erwischt seinen Torhüter Gikiewicz damit auf dem falschen Fuß. Niederlechner kann auch anders auf der anderen Seite treffen. Der 2:1-Anschluss, das nächste kuriose Tor der ersten Halbzeit. Ein gefühltes Leverkusener Eigentor von Bakker und Radetzky. In der 2. Halbzeit Augsburg mit viel Willen, allerdings den Löchern in der Defensive. Schick vollendet einen Konter zum 3:1 für das Spitzenteam aus Leverkusen. Wir wissen, dass wir Qualität im Kader haben. Wir sind noch im Prozess, eine Einheit zu werden, damit jeder auch weiß, was der Mann links und rechts neben ihm macht. Der eingewechselte Wirtz nutzt den nächsten Augsburger Schnitzer zum 4:1 Endstand. Bayer Leverkusen setzt sich so in der Spitzengruppe fest. Man hört es ja immer wieder, fast alle Vereine wünschen sich Konstanz auf der Trainerbank. In Freiburg ist sie Realität. Seit 9,5 Jahren ist Christian Streich Cheftrainer des SC Freiburg. Kein anderer im Fußball-Oberhaus ist länger im Amt. Auch deshalb ist es mal wieder an der Zeit, diesen Mann hier zu würdigen. Christian Streich seit 9,5 Jahren auf der Bank. Und Jahr für Jahr entwickelt er einfach neue Spieler, wenn er Leistungsträger abgeben muss. Der Club aus dem Breisgau bleibt weiter in der ersten Liga und nach dem Auswärtssieg in Stuttgart heute hat Freiburg 7 Punkte gesammelt, so viele wie noch nie nach den ersten 3 Spieltagen. Freiburgs Trainer Christian Streich ließ seiner Freude über den 3:2-Sieg in Stuttgart nach Schlusspfiff freien Lauf. Mann der Anfangsphase und letztlich auch Spieler des Spiels für die in Rot spielenden Freiburger war Woo Yong Jung. Zunächst nutzte der Südkoreaner in der 3. Minute eine Flanke Günthers zum Führungstor. Nur 6 Minuten später ließ er nach einer zu kurzen Abwehr von Stuttgarts Torhüter Müller einen herrlichen Volley-Treffer zum 0:2 folgen. Wir haben alle zusammen gut gespielt und viel gelaufen. Und natürlich, ich freue mich sehr, dass ich heute die Mannschaft helfen konnte. Scheint ein super Typ, auch außerhalb vom Platz. Macht mir große, große Freude, mit so jungen Menschen zu arbeiten.
Große Freude hatte Christian Streich nicht nur mit Jong und Lukas Höhler, dem zweiten Freiburger Torschützen in Stuttgart, sondern mit dem gesamten Auftritt seiner Mannschaft. Als Höhler in der 28. Minute zum 0:3 einköpfte, schien die Partie bereits entschieden. Der VfB aber kämpfte sich zurück, dank einer spektakulären Schlussphase der ersten Hälfte. Mavropanos Willensleistung zum 1:3 in der 45. Minute ließ in der zweiten Minute der Nachspielzeit Al-Gadoui das Tor zum 2:3 Pausenstand folgen. In der zweiten Hälfte folgten keine Treffer mehr. Die letzte VfB-Chance vergab Al-Gadoui in der Nachspielzeit. Freiburg schlägt Stuttgart und feierte dank und mit Wooyoung Jong. Die weiteren Ergebnisse des dritten Spieltags. Mainz schlägt Greuther Fürth 3:0. Bielefeld trennt sich von Frankfurt 1:1. Köln bezwingt Bochum 2:1. München gewinnt gegen Hertha BSC 5:0. Bereits gestern Dortmund schlägt Hoffenheim 3:2. Morgen trifft Union Berlin auf Mönchengladbach und Wolfsburg empfängt Leipzig. Die Tabelle: Leverkusen ist aufgrund der besseren Tordifferenz Tabellenführer vor München. Freiburg ist Dritter, gefolgt von Dortmund, Köln, Mainz und Wolfsburg. Auf Platz 10 Aufsteiger Bochum, der andere Aufsteiger Fürth auf Rang 16, vorletzter ist Augsburg. Hertha BSC steht als einziges Team noch ohne Punkt am Tabellenende. Und wir machen weiter mit den Paralympics in Tokio. Am vierten Wettkampftag hat das deutsche Team die erste Goldmedaille nur ganz knapp verpasst. Das gilt für Weitspringer Leon Schäfer und auch für Tischtennisspieler Thomas Schmidberger. Trotzdem ist es mit 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen der bisher erfolgreichste Tag aus deutscher Sicht. Gold war das Ziel, Silber ist es geworden für Weitspringer Leon Schäfer. Mit 7,12 Meter lag der Top-Favorit 5 cm hinter dem Südafrikaner Ntando Malangu und muss sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Persönliche Bestleistung dagegen bei Lindy Ave, hier die dritte von unten. Mit knapp 12,8 Sekunden über die 100 Meter sichert sie sich Bronze. Seinen Gegner kannte Thomas Schmidberger schon aus dem Finale bei den Paralympics 2016. Trotzdem konnte er Feng Pan Feng bei der Neuauflage heute nicht besiegen. Beide Spieler zwar auf Augenhöhe, der entscheidende Punkt geht aber an den Chinesen. Silber für Thomas Schmidberger. Und weil bei den Paralympics in Tokio nicht um Platz 3 gespielt wird, erhält Stefanie Grebe trotz verlorenem Halbfinale die Bronzemedaille. Dieses Gefühl kennt sie schon. Verena Schott gewinnt zum zweiten Mal Bronze in Tokio. Auf ihrer Paradestrecke über 100 Meter Brust kam sie nach knapp 1 Minute und 44 Sekunden ins Ziel. Rund 3 Sekunden schneller war die Siegerin Jelisaweta Mereschko aus der Ukraine. Und jetzt noch zu einem Sturm, der morgen sicherlich Tagesthema wird. Der Hurrikan Ida vor der Ostküste der USA hat beängstigende Ähnlichkeit mit Katrina von vor 16 Jahren. Sven Plöger beobachtet ihn für uns. Sven, morgen soll Ida auf Land treffen. Ja, Helge, das ist richtig. Morgen am 29. August. Und er ist nicht nur ähnlich wie Katrina, sondern Katrina hat auch noch denselben Tag damals gewählt, nämlich den 29. August 2005, exakt, also vor 16 Jahren. Wir gucken uns diesen Hurrikan mal an. Das ist ein aktuelles Bild. Hier ist New Orleans, hier ist der Hurrikan zu sehen, riesengroß. Er verstärkt sich im Moment massiv. Die Böen derzeit bis 167 Kilometer pro Stunde, das ist auch schon ordentlich. Ab 118 beginnt Windstärke 12, nur mal für unser Gefühl. Dann kommen noch hinzu die Regenmengen, die bis zu 500 Liter auf den Quadratmeter hochgehen können, dann in der Region, wo er auf Land trifft. Also da steckt eine gewisse Dramatik drin. Dieser Hurrikan marschiert jetzt noch weiter. Wir gucken uns das hier mal an. Das ist seine Zugrichtung in Richtung New Orleans. Und er kommt jetzt über Wasser einer Temperatur von 30 bis 32 Grad und wird dann morgen Abend gegen 19 Uhr Ortszeit sogenannt Landfall machen, eintreffen. Und dann zieht er eben weiter übers Land in den Nordosten. Und das bedeutet, dass dann auch hier Starkregen die Folge ist. Wir gucken sehr schnell auf unser Wetter. Auch da ist viel Regen das Thema. Es ist herbstlich, es ist trüb, es ist ein Sonntag, der seinen Namen nicht so richtig verdient. Wenige Aufhellungen, vor allen Dingen gegen Abend, dann Richtung Schleswig-Holstein und nordöstliches Niedersachsen nach Osten. Sie sehen das hier auf unserem Film, sind auch mal kurz Blitz und Donner möglich. Frühtemperaturen, die bewegen sich nach Nordwesten zwischen 14 und 16 Grad, sonst 7 bis 12 am Nachmittag. Für die meisten 14 bis 19, 12 am Alpenrand, bis zu 21 im Nordwesten. Und die Aussichten zeigen das gleiche Bild. Nach Westen ruhiger, am Dienstag noch ruhiger als am Montag. Ansonsten gibt es allerdings immer wieder zum Teil kräftige Regengüsse, Helge. Vielen Dank, Sven. Und das waren die Tagesthemen am Sonnabend. Jetzt folgt das Wort zum Sonntag. Dort erwartet Sie einen Perspektivwechsel in einer Zeit voller Hiobsbotschaften.
Und verlässlich durch diese Zeit führen Sie Tagesschau und Tagesthemen jederzeit online. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen Abend wieder nach Anne Will um 22.45 Uhr. Ihnen eine gute Nacht.